Hallo zusammen, das ist der Audi Q8 e-tron 55 und heute machen wir einen kleinen Reichweitentest und dann sage ich auch alles, was über das Auto zu sagen gibt, die ganzen guten Dinge, aber auch ein negatives, was ich fürchterlich finde, aber das reden wir alles beim Fahren. Zu den Daten. Wir haben eine 114 Kilowattstunden Batterie, 106 Kilowattstunden können benutzt werden. Wir haben bei diesem Allrad 408 PS, 300 Kilowatt, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, 5,6 Sekunden von 0 auf 100. WLTP-Reichweite ist zwischen 500 und 580 Kilometer. Da gibt es immer diese zwei Tests. Heute werden wir das nicht schaffen bei 130 km/h auf der Autobahn. Laden tut der hier mit 19,6 Kilowatt, habe ich gesehen. Sollte 22 Kilowatt Lader sein und DC bis 170 Kilowatt Spitze. Wir werden sehen, wie es danach ist. Ja, ich bin froh, dass er jetzt hier lädt, weil vor zwei Tagen am Freitag habe ich dieses Auto an fünf verschiedenen CCS-Ladestationen versucht zu laden. Zwei Hyperchargers, hier Ideonity, sogar diese Ladesäule und ein Siemens-Lader und einen Triple Charger, so 50 Kilowatt CCS. Überall habe ich einen Kommunikationsfehler bekommen und gestern war ich dann bei einem Händler, der hatte so einen komischen 30 Kilowatt CCS Lader, aber ich wollte es einfach nur testen, ob es da auch nicht geht und da funktioniert es dann und heute funktioniert es hier auch. Also ich weiß nicht warum, war aber nicht schön, wenn man bei 30% ist und dann dachte, oh, kann ich nur AC laden, das wird ein Problem, wenn man mal ein bisschen weiterfährt. Er lädt hier nur mit 13 Kilowatt, ich habe bei 92% eingesteckt. Ich weiß nicht, ob bis 100% laden, weil das kann lange dauern. Ich lade jetzt schon seit 21 Minuten, bin von 92 auf 96% gekommen. Vielleicht fangen wir nicht bei 100% und werden sehen, weil da stehe ich ja hier. 12 Kilowatt bei 96%. Ladeanschluss ist links vorne. Hier bei Ionity ist das ein bisschen blöd. Man muss extrem weit vorfahren. Und ich dachte, beim alten e-tron war es auf der anderen Seite CCS. Jetzt ist hier CCS und drüben ist nochmal ein Anschluss für Typ 2, für AC-Laden. Das Auto ist riesig, fühlt sich auch riesig an beim Fahren. Der hier hat 20 Zoll 255er Winterreifen jetzt drauf. Das Auto allgemein sehr bequem, fühlt sich aber schwer an und das ist okay, dafür ist es da, es ist ein komfortables Auto. Kofferraum öffnet sich ohne Piepsen und auch Schließen und das sehr schnell und es gibt einen Zusperrenknopf, auch nicht nur einfach Schließen des Kofferraums, also wunderschön. Rücksitze haben mehr als genug Platz, sehr schönes Interieur mit Ambientelicht. Wir haben Luftauslässe, extra Tasche, da unten gibt es zwei USB-C und einen 12-Volt-Anschluss. Hier vorne ist dieser zweite Anschluss für AC, den kann man jetzt nicht aufmachen, weil ich lädt. Mein Gott. Beide Sitze vorne haben Memory-Funktion, wie gesagt Ambiente-Licht. In der Mitte haben wir eine schöne Tasche und noch extra Fach hier. Es fühlt sich alles ein bisschen voll an, aber alles hat eigentlich einen Sinn und wird gebraucht. Ich bin auf dem Weg. Hier sehen wir schon mal unser unglaubliches Head-Up-Display. Es sieht wirklich gut aus. Sehr klar, scharf und sehr hell, aber nicht zu viel Info, dass es nervig wäre oder so. Ich fahre mit 135 km/h, weil das ist GPS-Speed 130. Er geht manchmal ein bisschen drüber, so wie jetzt auch. Das Display-Cockpit hier kann man umschalten mit verschiedenen Dingen. Es kann diese Ansicht sein. Bei dieser Ansicht kann man auch im Infotainment-System noch einschalten, dass hier links und hier rechts, dass es Rundinstrumente sind und nicht wie jetzt hier
einfach nur die Zahlen. Ich kann auch in der Mitte dann alles Mögliche umschalten, was es halt gibt. Meine Trips und mein Verbrauch, meine Reichweite, Daten. Und ich kann auch die Karte hier drin haben, wenn ich hier oben zwischen Musik, meinem Telefon und der Karte hier umschalte. Was im Cockpit fehlt, ist der Ladezustand. Der wird hier batterietechnisch angezeigt, aber nicht die Zahl. Dazu muss ich hier rüber und hier auf das Ladensymbol drücken und dann wird mir hier angezeigt 89%. Hier links mache ich eben die Ansicht für das Cockpit. Hier rechts habe ich Musik und alles. Hier unten habe ich meinen Tempomaten, den ich schön einstellen kann mit Anschalten, Resume und Geschwindigkeitsänderung mit rauf und runter. Hier auf der Seite kann ich dann das Selbstlenken einschalten und auch den Spurhalteassistenten ein- und aus mit langem Drücken. Hier unten im Display habe ich mein Klima, kann hier aber auch meine ein bisschen Navigation, wo ich hin navigieren, einschalten. Darunter kann ich meinen Drive-Fahrmodi einschalten und ich habe meine Parkkameras und Selbstparken und alles, Musiksteuerung, meinen Gangschalter hier unten. Hier oben habe ich eben mein normales Infotainment-System, was als erste Seite so einen Überblick hat, aber auch alle möglichen Einstellungen wie hier. Ich bin übrigens bei 97% losgefahren, nicht bei 100. Verbrauch im Moment 287 Wattstunden pro Kilometer nach 35 Kilometer. Wie ist der Audi e-tron auf der Autobahn? Allgemein und vor allem auf der Langstrecke super. Er ist sehr, sehr leise. Jetzt hier bei 130 wunderbar bequem. Also es stört nichts. Es ist einfach sehr bequem und fährt sich toll. Federung ist auch super auf der Autobahn. Wenn man auf der Landstraße fährt und fährt ein bisschen Kurven, dann würde ich jetzt eher in ein bisschen Dynamic Mode und so Fahrmodi wechseln, wo die Federung ein bisschen härter eingestellt ist. Das gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Tempomat ist wunderbar. Er hält die Geschwindigkeit jetzt nicht perfekt. Wenn es bergab geht, kann es sein, dass er 1 km/h schneller fährt. Wenn es bergauf geht, 1 km/h weniger. Mein Gott, das überlebt man gerade noch. Was ich merke auf der Landstraße, wie bei einigen Autos jetzt, ist er wunderbar, wenn es um die Distanz geht, auch wenn die Distanz auf der geringsten Weite ist. Er bremst ziemlich früh und auf der Landstraße ist das okay. Auf der Autobahn, wenn man ein bisschen näher zum Auto will und dann raus, ist es halt nervig, dass man jedes Mal Beschleunigungspedal betätigen muss und dann rausfahren, weil sonst tut es weiter als bei anderen Autos. Bei anderen Autos, die sind so 100, 200 Meter, bei ihm sind es 300 Meter. Das ist schon sehr weit weg. Aber mein Gott, so ist es halt und das überlebt man gerade noch. Der Lenkassistent auf der Autobahn, Spitzenklasse, super, er lenkt jetzt nicht dagegen, er nervt mich nicht, ich kann ihn wunderschön hier halten, er merkt, dass ich da bin. Wenn ich es hier mache, so hier in diesem Loch, dann manchmal erkennt er mich nicht, da muss ich dann ein bisschen mehr so in die Mitte gehen. Auf der Landstraße ist der Lenkassistent manchmal ein bisschen komisch und wackelt ein bisschen, lenkt, macht so ganz komische Lenkbewegungen, habe ich ein paar Mal entdeckt. Es war jetzt nicht der Hit, nicht oft, aber schon so alle 2-3 Kilometer war irgendwie, es ist nicht so rund wie auf der Autobahn, er sieht jetzt nicht, dass die Straße so gut und folgt der Straße nicht so schön wie auf der Autobahn. Cockpit finde ich super, dass ich alles sehe, was ich so brauche, bis auf den Ladezustand, das wäre sehr nett. Und dass ich eben umschalten kann, dass ich so viele Informationen habe. Und ich habe nochmal einen Fahrdatenzähler, so einen Bordcomputer, der halt nur Kilometer macht, den kann ich auch selbst resetten. Also das ist toll, das mag ich gern, wenn ich so viele Fahrdaten zur Verfügung habe.
bin bei 75% und es waren 81 Kilometer, die ich gefahren bin. Das wären 324 Kilometer volle Reichweite. Verbrauch ist immer noch bei 280 Wattstunden pro Kilometer. Habe mein Klima mal versucht auf 22 Grad zu stellen. Es war mir aber ein bisschen zu schattig, deswegen wieder 22,5. Durchschnittgeschwindigkeit 122, sagt das Auto. Was sagt die App? Meine App sagt 127 Kilometer, 127 km/h. Bin bei 47%, vorhin war ich ja falsch, da hätte ich es bei 72% berechnen sollen, weil ich ja bei 97% angefangen habe. Vorhin war die Rechnung falsch. Nein, aber wir sind 183,5 Kilometer gefahren, das wären eine berechnete volle Reichweite von 367 Kilometer mit einer 105 Kilowattstunden Batterie. Die Fahrt hier auf dieser Autobahn nach München ist heute perfekt, kein einziger Lastwagen. Ich muss zwar ein paar Mal Autos überholen, aber wirklich super. Mein Verbrauch ist noch immer ziemlich gleich, um die 280 Wattstunden pro Kilometer. Ist ein bisschen wärmer geworden, hat jetzt 15 Grad und es ist sonnig. Am Anfang waren es ja 12 Grad. Ich habe jetzt mal den Lader ins Navigationssystem eingegeben. Übrigens auch ein Shortcut hier unten habe ich ihn drin. Das ist schön, da klicke ich drauf und sofort navigiert er hin. Keine Frage, kein was, wie, sondern einfach getan und fertig. Was ich sehe hier, dass er mir nicht anzeigt, mit welchem Ladezustand dass ich ankomme. Ist ein bisschen schade. Aber ich weiß, es gibt diesen Routenplaner, der auch Ladestationen einplant, wenn man das braucht. So, das ist gut. Und ich sehe hier die Höhe, Meereshöhe, wo wir sind. Und wenn es irgendwelche Verkehrsmeldungen gibt, ich kann mir hier die ganze Strecke anzeigen lassen und dann auch umschalten, wenn ich eine andere Strecke benutzen will. Aber wie gesagt, kein Ladezustand am Ende. Ich habe jetzt 114 Kilometer zum Lader, 145 Kilometer Reichweite, also 31 Kilometer Sicherheit. Das machen wir, fahren wir beim nächsten runter. Nun zu meinen Dingen, die ich an diesem Auto liebe und Dinge, die ich jetzt nicht so toll finde. Überhaupt nicht. Also allgemein, was toll ist, ist allgemein das Fahren. Er fährt sich wunderschön, gemütlich, er ist sehr komfortabel, sehr leise. Die Federung ist super fürs komfortable Fahren. Haben Sie ein tolles Auto, wenn man es gemütlich haben will und auch super für die Langstrecke. Vor allem die Lautstärke, das hilft extrem. Ich mag die Bedienung allgemein. Am Anfang muss man ein bisschen rumstellen, dass man das so hat, wie man das braucht. Aber dass man immer das Klima hier unten hat, ohne dass ich jetzt selbst, dass ich in irgendein Menü muss. Das Klima, alles ist immer hier. Das mag ich auch. Das gibt es nicht mehr oft. Was mir negativ auffällt, ist erstmal auf der Landstraße, also sportlich fahren kann man ihn nicht. Also wenn es so Kurven fährt und so, sogar wenn man ihn in Dynamik-Mode für Fahrmodi einstellt. Man merkt, er ist schwer und die Power, es ist komisch, obwohl er über 400 PS hat, wenn man beschleunigt, es fühlt sich nicht so an. Er beschleunigt 5,6 Sekunden 0 auf 100, das ist wirklich gut, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich immer an wie träge und da passiert nichts, ist ganz komisch. Und wie gesagt, in den Kurven ist er jetzt nicht der Hit, dafür ist er auch nicht gemacht. Das ist halt so, es passt schon. Aber das Schlimmste an diesem Auto ist die Rekuperation. Die Rekuperation kann man in verschiedenen Stufen mit diesen Schaltern hinterm Lenkrad einstellen. Sie ist allgemein okay, nicht besonders stark. Ich hätte sie gerne ein bisschen stärker, vor allem beim Allradmodell und so einem schweren Auto wie das hier. Aber das Schlimmste ist, dass ich jedes Mal, wenn ich das Auto anschalte, muss ich hier diese Schaltwippe zweimal drücken von Rekuperationslevel 1 und dann 2. Jedes Mal. Und das wäre ja noch okay, aber
wenn ich den Tempomat benutze und dann den Tempomaten ausschalte, muss ich es wieder tun. So, es ist jedes Mal, ich fahre mit dem Tempomaten in die Arbeit, schalte den Tempomaten aus, ich muss wieder einschalten. Er rollt dann einfach dahin. Das, wenn jemand das nie benutzt, Rekuperation, ist das super. Ich hätte es schon gerne, dass er das macht. Das mit der Power, dass man D und dann S hat für mehr Power, diesen Boost, das ist auch ein Schmarrn, ganz ehrlich. Warum habe ich die Power nicht einfach immer? Es ist schade, dass ich diesen Boost nur für ganz kurze Zeit habe. Aber das haben manche Autos okay, aber warum ist das nicht einfach immer da? Das ist ja nichts dabei und dass ich jedes Mal extra schalten muss, dass ich dann diese extra Power habe. Und nee. Bin mit 12% angekommen, 309,6 Kilometer gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit waren gerade 125, es geht runter, weil das Auto an ist, 271 Wattstunden pro Kilometer Verbrauch. Meine GPS-App sagt, es waren 311 Kilometer, 1,4 Kilometer mehr, 126 km/h Durchschnitt. Zeit ist natürlich das gleiche, Höchstgeschwindigkeit 143 habe ich mal überholt. Google Maps sagt mir, es waren 310 Kilometer und das Auto sagt 309 und mein GPS-Tracker 311, also nehmen wir 310, die Mitte, und von 97% bis 12% gefahren wäre eine volle Reichweite von 364 Kilometer mit einer 105 Kilowattstunden Batterie. Verbrauch war jetzt nicht der niedrigste, aber es ist auch ein Riesenauto. Wir sind 130 gefahren, heute 12 bis 16 Grad, also es war warm. Am Anfang hat die Heizung bestimmt was gemacht bei 12 Grad. Und es sind schon Winterreifen drauf, 20 Zoll. Und es ist halt einfach fast ein SUV, es ist ein riesen ungetümtes Auto und auch schwer. Das merkt man dann auch. Aber ich bin okay mit der Reichweite und okay mit dem Laden. Er lädt jetzt mit 130, 140 kW. Schauen wir, ob er bis 170 hochgeht, wie er soll. Aber ich weiß nicht, ob ich so lange lade, weil ich muss nachher mit dem Kona noch fahren. Den ich auch gerade im Moment habe. Meine Meinung zu dem Auto hat sich ein bisschen geändert. Vor ein paar Jahren habe ich vom Händler, bin ich nur ein paar Stunden mit dem Audi e-tron, mit dem Vorgängermodell gefahren und da hat er mir gar nicht gefallen. Konnte aber auch nicht mit den Settings und so weiter rumspielen, weil keine Zeit war. Und jetzt Audi gibt mir endlich das erste Presseauto, also das erste Auto von Audi, das ich bekommen habe. Danke. Ich hoffe, es kommen mehr. Und wenn man jetzt ein paar Tage damit fährt und ein paar Einstellungen umändert, dann macht das schon viel mehr Spaß. Wie gesagt, die Rekuperation gefällt mir immer noch nicht. Das könnten sie anders machen, das wäre mir jetzt lieber. Aber so ist das halt. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.